Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Barfußlaufen TV. Mein Name ist Thorsten Ludwig und ja, ich stehe heute in einer Winterlandschaft, Winter Wonderland. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber vor einer Dreiviertelstunde war das hier alles noch grün. Dann hat es einen richtigen Wintersturm gegeben, einen Blizzard, einen Whiteout. Es hat geschneit von allen Richtungen, nur nicht von oben. Und ja, dann hat es noch ein bisschen nachgeschneit, vielleicht sieht man es jetzt. Und das ist jetzt das Ergebnis. Der Schnee ist aber schon sehr, sehr schwer. Also ich habe schon das Gefühl, dass es anfängt zu tauen. Wir werden sicherlich schon leichte Plusgrade haben. Also der Schnee ist brutal schwer. Die Straßen sind spiegelglatt, weil der schon antauende Schnee jetzt plattgefahren wird von den Autos. Und dadurch sind die Straßen spiegelglatt. Ja, und jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, was mache ich denn mit Barfußschuhen um diese Jahreszeit? Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Und wie das geht, das werde ich euch gleich zeigen. Und vor allen Dingen, was ich machen kann, wenn der Schnee etwas höher wird, respektive er dann anfängt zu tauen und ich im Matschschnee stehe, und zwar in richtig hohem Schneematsch, das zeige ich euch gleich. So, herzlich willkommen nun auch aus dem Inneren. Es ist nicht mehr ganz so ungemütlich wie draußen. Ja, wie ich gerade eben schon sagte, die Barfußschuhe eignen sich wirklich hervorragend auch für den Winter. Bevor wir den Transition Vario in der Stoffvariante haben in Serie gehen lassen, haben wir den in Kanada im Winter als auch in Finnland testen lassen. Und die Tests sind wirklich hervorragend ausgefallen. Das ist ein Schuh, mit dem man wirklich durch den ganzen Winter gehen kann. Und so tun wir das natürlich auch. Ja, aber was machen wir jetzt, wenn das, was wir hier anbieten als Barfußschuhe, vielleicht nicht ganz ausreicht? Also zum einen haben unsere Transition Vario Modelle, dafür gibt es auch ein Video, das ich einblenden werde, gibt es bei diesen Schuhen eine etwas dickere Sohle, nämlich eine ungefähr 6 mm Sohle, die etwas mehr Isolierung bietet als eine 2,5 mm Sohle. Plus wir geben zwei Einlegsohlen mit dabei, sowie eine wärmende Isolation hinten für den Knöchel. Schaut euch dieses Video mal an, da ist dort alles ganz genau beschrieben. Dieser Schuh, das ist er. Das ist mein Schuh, jetzt hier in meiner Größe, geht mir ungefähr bis zur Wade. Und wir waren Anfang des Jahres im schönen Erzgebirge, eine Gegend, wo es zu dieser Zeit halbwegs vernünftig war vom Wetter her. Und vor allen Dingen hatte es Schnee, das war uns wichtig. Wir wollten eigentlich schöne, ausgediente Schneespaziergänge machen. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Allerdings ist es auch vorgekommen, dass die eine oder andere Straße spiegelglatt war. Ich erinnere mich an den Philosophenweg. Wer schon mal dort oben in der Gegend war oder gegebenenfalls auch dort wohnt, der weiß sicherlich, was ich meine. Der Philosophenweg war spiegelglatt. Wir haben uns überlegt, warum heißt der Philosophenweg Philosophenweg? Vielleicht, wenn man sich lang macht, liegt man dann im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein und kann lange philosophieren, warum man da lang gegangen ist. Ich weiß es nicht, aber es war ein sehr, sehr schöner Weg in Richtung der Skisprungschanzen in Oberhof. Aber dieser Weg war spiegelglatt. So, es gab nur eine Möglichkeit, diese einige hundert Meter lange Strecke relativ gefahrlos zu überwinden. Und zwar, indem wir in den Wald ausgewichen sind. Rechte Hand war ein Wald. Nur das hatte jetzt, oder da lag dann so viel Schnee, dass der mir wirklich teilweise bis an den Oberschenkel reichte. Also, ich hatte diesen Schuh an, aber, und jetzt kommt es, ich hatte Gamaschen mit dabei. Das ist so eine Gamasche. Aus dieser Gamasche und diesem Schuh entsteht dann so etwas. Damit konnte ich ganz bequem, naja, ganz bequem ist übertrieben, aber gefahrlos, ohne dass ich Gefahr lief, dass mir oben der Schnee reinkam, in ganz, ganz tiefem Schnee diesen spiegelglatten Weg umgehen. Ich stelle diese beiden Schuhe mal nebeneinander,
damit man sieht, der Unterschied, das ist also das, was die Gamasche mir zusätzlich an Schutz brachte. Gamasche kommt aus dem Spanischen. Das Wort Gamasche kommt aus dem Spanischen. Jetzt muss ich ablesen. Es heißt Gaudamachi, Gaudamasi. Das wiederum kommt aus dem Arabischen und bedeutet Lied Gadamasi. Gadamasi, da sind über den Gs und As und Is ziemlich viel Zeichen drauf. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Aber Gadamasi ist eine Stadt in Libyen. Das heißt also Leder aus Gadamasi. Früher hat man Ledergamaschen gehabt, die vor allen Dingen auch den Knöchel ein bisschen stützen sollten. Ich könnte mir vorstellen, beim Reiten zum Beispiel, die Reiter kennen das ja sicherlich auch, dass sie teilweise Gamaschen tragen. Und das ging dann ins Französische über und daraus wurde dann Gadamasch und irgendwann hatten wir es auch dann in dem deutschsprachigen Raum und da war es dann die Gamasche. Ja. Diese Gamasche zusammen mit dem Sunrunner Transition Vario ermöglichte es mir also dann Wege zu gehen, die ich vorher so nicht hätte gehen können. Ja, wie sieht eine Gamasche aus? Also, das hier ist im Grunde die Gamasche und zwar eine 44 cm lange Gamasche. Es gibt die in relativ kurz, ich habe sie gesehen, in 22 cm, also dort, wo ich meine Gamaschen gekauft habe, in Oberhof, da gab es zwei verschiedene Längen, einmal 22 cm, einmal 44 cm, aber es gibt die Gamaschen auch noch in Zwischenlängen, in etwas über 30 cm, in etwas unter 40 cm, ich glaube 31, 39, 44 cm, also es gibt ihn in den unterschiedlichen Längen, sodass man das an die Beinlänge angepasst auch sich dann entsprechend besorgen kann. Ja, das Monstrum stelle ich jetzt mal wieder zur Seite. Also, wie ist eine Gamasche aufgebaut? Zum einen haben wir hier natürlich einen Gummizug, sodass die Gamasche unten um den Knöchel auch wirklich ganz gut hält. Zusätzlich hat es hier auch noch eine Schlaufe. Die sind für Barfußschuhe natürlich nicht immer am richtigen Platz, weil wir bei den Barfußschuhen keinen Absatz haben. Diese Schlaufe ist also dafür gedacht, dass man sie unter den Schuh hinter den Absatz macht, sodass einem die Gamasche nicht vom Fuß rutscht. Das bedeutete für mich mit meinen Barfußschuhen, ich habe das sehr wohl getan, als wir durch diesen tiefen Schnee, durch diese tiefe Schneelandschaft, wunderschöne Schneelandschaft gegangen sind. Aber sobald wir dann auf festeren Schnee wieder kamen, habe ich die Gamaschen natürlich angelassen. Aber ich habe das dann einfach nach hinten weggeklickt oder weggedrückt hinten, sodass an der Ferse diese Gamasche dann nachher war. Also, das hier ist die Gamasche, die ich hier unten festgemacht habe und dann kann man die einfach, ich hoffe, ohne es kaputt zu machen, und dann kann man dieses Band natürlich auch hinten am Absatz einfach so stehen lassen, dass man nicht auf einem flachen Boden hier sich dieses, in dem Fall ist das ein Kunststoffmaterial, vielleicht sogar auch auf der Straße noch durchläuft. Das muss ja nicht sein, denn im Grunde ist es dafür da, damit die Gamasche am Fuß bleibt, wenn man im Schnee ist. Des Weiteren hat diese Gamasche hier unten einen Reißverschluss, mit dem ich die Gamasche schließe, ein Druckverschluss oben, ein Druckverschluss unten und dann ist diese Gamasche, das ist jetzt die linke Seite von der Gamasche, ist diese Gamasche fest am Fuß gemacht. Wie gesagt, hier unten hat man noch diesen kleinen Steigbügel, wo man die Möglichkeit hat, unter die Fußsohle damit zu gehen. Damit sitzt diese Gamasche an für sich schon richtig gut fest. Zusätzlich gibt es hier vorne aber auch noch einen kleinen Haken,
wo man diese Gamasche vorne an den Schnürsenkeln befestigen kann. Und dann kann mir im Grunde gar nichts mehr passieren. Also wenn ich dann im tiefen Schnee bin und habe hier vorne das an meinem Schnürsenkel festgemacht, dieses unter der Sohle festgemacht, das rutscht auch nicht weg, auch nicht bei Barfußschuhen, nur wie gesagt, wenn der Schnee nicht mehr so tief ist, dann bitte einfach entfernen. Dann bin ich so geschützt mit dieser wasserabweisenden Gamasche, dass ich wirklich durch, in meinem Fall, annähernd knietiefen Schnee gehen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass mir oben im Schuh der Schnee reinkommt. Ja, das als kleine Information, weil es doch hin und wieder Fragen gibt, was mache ich denn mit Barfußschuhen im Winter, was mache ich denn mit Barfußschuhen im Schnee. Wenn ihr also Fragen habt, dann stellt sie uns nachgefragt@barfußlaufen.tv ist unsere E-Mail-Adresse und dann werden wir diese Fragen hier für euch beantworten. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.